Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute empfange ich euch mal im Auto. Ich teste aber kein neues Auto, sondern eher ein recht altes Auto, was wir heute zusammen so ein bisschen aufrüsten wollen. Es geht jetzt nicht in Richtung Tuning, sondern in Richtung Infotainment. Das ist mir eigentlich immer relativ wichtig, habe ich hier bei diesem alten Auto aber nicht. Was ich aber habe, ist einmal hier dieser Carpo-Ride 9 Zoll AirPlay und CarPlay und Android Auto Monitor und noch viel, viel mehr. Wir wollen das jetzt mal gemeinsam hier einrichten in diesem Auto. Das verspricht drahtloses CarPlay von Apple. Das heißt Navigation, Anrufe, verschiedene Apps, die da noch funktionieren. Und ich bin mal gespannt, ob das denn so einfach funktioniert, wie der Hersteller angibt. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Wir bauen das jetzt gemeinsam ein. Los geht's. Starten wollen wir aber erst einmal mit einem Unboxing. Wir wollen uns anschauen, was alles hier in diesem Paket mit drin ist, denn das ist schon eine ganze Menge. Wenn wir es mal aufmachen, werden wir oben direkt von dem Monitor begrüßt und da sieht man dann auch direkt mal, okay, 9 Zoll, das ist wirklich die Größe dieser ganzen Box und es ist schon einiges. Wenn man sich das mal so anschaut und denkt, okay, das ist dann mein Infotainment-Screen, der ist schön groß. Es gibt auch noch eine 7 Zoll Lösung unter anderem von CarpoRide, aber dieses 9 Zoll Gerät hier, das wird schon viel darstellen können, glaube ich. Wir haben hier hinten einen Lautsprecher dran, wir haben einen Helligkeitssensor, um das automatisch zu dimmen und wir haben hier so 4 Einlässe, 4 Öffnungen, wo das Teil dann auf die Halterung geschoben wird. 2 Stück sind mit dabei, schauen wir uns nachher auch mal an. Ansonsten recht schlank, das ist schön. Hier oben haben wir den Ein- und Ausschalter und an der Seite haben wir dann noch verschiedene Anschlüsse. Wenn wir da mal so drauf gucken, haben wir einmal den 12-Volt-Eingang, um das Ding mit Strom zu versorgen. Wir haben einen USB-Eingang, einen AV-Ausgang, wo wir auch Audio mit abgreifen können. Wir können noch eine Rückfahrkamera anschließen. Eine kleine Speicherkarte können wir reinschieben und noch einen Mikrofonanschluss. Also eine ganze Menge, was wir da haben. Schauen wir mal, was noch drin ist. Hier ein Klinkenkabel, um den Sound zu übertragen, wenn wir das dann brauchen. Darüber hinaus haben wir hier noch mit einer extra Anleitung eine Rückfahrkamera. Die werde ich, glaube ich, erstmal gar nicht einbauen. Ist ganz interessant, brauche ich aber jetzt nicht in einem Kleinwagen. Die lege ich mal beiseite. Vielleicht gucken wir uns das noch in einem extra Video an. Ansonsten befindet sich hier dann auch noch die erste der beiden Halterungen. Die hat so ein Klebepad. Ihr seht schon diese 4 Nupsis hier oben drauf. Da wird das Display dann einfach drauf geschoben und hält. Und ansonsten pappt man eben dieses Klebepad irgendwo aufs Armaturenbrett. Und dann kann man das auch nochmal im Winkel verstellen. Ist ganz cool. Hat auch 4 Löcher. Weiß ich nicht, ob man das noch anbohren kann, wenn man das möchte. Aber wir haben ja auch noch eine Halterung. Das ist wie so ein Saugnapf. Der hat aber auch nochmal eine Klebemöglichkeit. Und an diesen Arm hier vorne kommt dann auch das Display dran. Eigentlich recht einfach. Dann haben wir noch das Kabel, mit dem wir das Display mit Strom versorgen. Geht dann über den Zigarettenanzünder und dann einfach rein. Dann ist noch eine Anleitung dabei, die ist auch wirklich brauchbar. Ist nur in Englisch, aber ziemlich gut beschrieben. Also mit Screenshots und Bildern und gleichzeitiger Beschreibung. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir werden aber jetzt mal versuchen, das Ding ohne Anleitung einzubauen. Weil ich finde, das zeigt dann irgendwie immer, wie benutzerfreundlich das Ganze ist, wenn man da erstmal ein Buch lesen muss oder aber wenn wir es einfach einbauen können. Ich glaube ja, dass wir das hier auch so hinbekommen und dann beginnt jetzt erstmal die Suche nach dem passenden Ort und der passenden Halterung dafür. Schauen wir einfach mal. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass ich das einfach da drauf mache oder sollte ich das dafür nehmen? Würde natürlich auch gehen. Müsste ich mal ausprobieren. Wir schauen uns mal die Möglichkeiten an. Risikolose Variante. Ach, das könnte ich jetzt hier so drauf bappen. Das hält, also es sieht gut aus eigentlich. Sehen wir hier, also das hier, diesen Arm, den kann man verlängern oder verkürzen, je nachdem, wie man es braucht. Man kann hier noch den Winkel verändern und man kann hier noch die Höhe verändern, aber da braucht man ja eigentlich nichts. Deswegen drehen wir das mal fest, ordentlich fest. Ich meine, das wiegt ja auch ein bisschen, dieses Display. Und dann müssten wir das ja eigentlich nur hier so draufstecken und zack. Ja. So. Wow, okay, das ist ganz schön groß. Sieht man jetzt erstmal so richtig.
Was das doch für Ausmaße hat. Der Vorteil bei dieser Montage ist natürlich, ich komme noch hier an alle Knöpfe dran. Ich könnte theoretisch hier sogar noch eine CD einlesen und wenn ich es wegmache, dann sehe ich noch mein Display hier hinten so ein bisschen, was ja vielleicht auch nicht verkehrt ist. Also ich glaube, ich versuche es erstmal so. Ich kann es ja später immer noch ändern. Nur jetzt zu Demonstrationszwecken in diesem Video wäre es natürlich gut, wenn wir es einfach mal festmachen. So, damit dieses Ding hier überhaupt anfängt zu leuchten. Ihr hört es schon rascheln, aber seht es noch nicht. Kommt der Adapter hier für den Zigarettenanzünder. Hier unten 12 Watt. Rein damit. Lässt sich das drehen? Vielleicht begrenzt. So, 12 Volt. Der ist jetzt schon mal drin, wie man sieht. Das Gegenstück bzw. das Endstück befindet sich natürlich hier unten. Und da kommt dann zack das Teil hier rein. Okay, Strom haben wir schon mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. So, um das zu starten, muss ich natürlich die Zündung betätigen und den Ein- und Ausschalter finden. So, das sieht gut aus. Hier unten leuchtet es auch blau und das sieht doch schon mal wahnsinnig gut aus. Das Teil hier doch noch mal ein bisschen reinfahren. Ganz so weit draußen brauche ich es dann doch nicht. Aber das ist ja glücklicherweise alles kein Problem. So. Ja, das sieht besser aus, viel besser. Und dann habt ihr echt so ein wahnsinnig fettes Display dann im Auto. Also 9 Zoll, das ist natürlich einiges. Es gibt, glaube ich, auch noch eine schmalere, eine 7 Zoll Variante davon. Aber das hier fühlt sich gut an. Ist auch recht responsiv alles. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe die Schutzfolie noch drauf. Also das müssen wir mal schauen. Wir können hier einen Lichtsensor auch auswählen. Und hier auch die Lautstärke regeln. Macht schon mal einen guten Eindruck. Ja, mit Hintergrundbild oder ohne. Die können wir da wechseln. Und hier oben gibt es auch noch eine Hilfefunktion bzw. den Hinweis, wenn ihr Hilfe braucht, dann wendet euch besser via E-Mail an den Support. Okay. Wir wollen jetzt CarPlay hier installieren. Wie funktioniert das? iPlay haben sie es genannt. Wahrscheinlich, um hier keine Rechteprobleme zu bekommen. Und jetzt werde ich mal mit einem anderen Handy filmen, weil meins wird jetzt gebraucht. Wie ihr seht, gibt es hier zwei verschiedene Möglichkeiten, unser iPhone zu verbinden. Die erste ist hier oben Wireless Connection, also sehr cool. Ich habe noch ein anderes Auto, da geht CarPlay, da allerdings nicht wireless, also da muss ich es immer über USB anschließen. Ist jetzt nicht weiter tragisch, weil es ist ja ohnehin praktisch, wenn es geladen wird. Aber wir können hier auch eine Wired Connection machen. Ich werde jetzt mal die erste Variante testen und wie es hier steht, über Bluetooth auf meinem iPhone nach dem Device hier suchen. So, ich finde es gleich zweimal. Einmal reicht mir. Da klicke ich drauf und schau mal, was passiert. Jetzt kann ich hier koppeln. CarPlay verwenden. Herz, gehen wir auf Kinotour. Also mein Regisseur David von Ach, meinem krass. Bruder, Okay. unsere 47, Hauptdarsteller. Jetzt geht es hier gleich gemischtes Hack los. Kleiner Tipp, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, aber den kennt eigentlich jeder. Und krass, das ging ja super schnell. Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. Also, hier haben wir jetzt das ganz normale CarPlay-Interface, wie ich es auch auf meinem anderen Auto kenne. Und Car Home ist hier dabei. Das bringt uns, wie wir sehen, wieder zurück in diese Ansicht hier, wo wir über iPlay, so heißt es hier, dann aber wieder zurück zur CarPlay-Oberfläche kommen. Die Steuerung funktioniert super gut. Also ich kann hier auch direkt alle Apps sehen, die darauf verfügbar sind und kann auch hier wieder in diese Startansicht gehen. So, ich würde ja fast sagen, jetzt haben wir alles schon erledigt, aber noch nicht ganz. Was ich gerne noch hätte, ist natürlich nicht die Soundausgabe hier aus diesem kleinen Lautsprecher hinten dran, sondern über mein Auto. Gute Lautsprecher hat's, das muss man ihm lassen. Und deswegen wollen wir die auch benutzen und nicht diese, die hier integriert sind. Weil spätestens, wenn ihr ein bisschen schneller fahrt mit dem Auto, hört ihr das eh nicht mehr. Wir wollen hier was rechtefreies und hören uns was von David Cutter an. Und das kommt jetzt über die integrierten Lautsprecher hier aus dem Carpool-Ride. Klingt okay. Aber, wie gesagt,
Um die zu nutzen, ja, könnte ich die Klinke verbinden, die hier beiliegt, aber ich kann auch, muss ich aber erstmal gleich gucken, wie das geht, dass ich über Bluetooth mit beiden verbunden bin, also mit meinem Autosystem und mit dem CarpoRide. Dann kann ich natürlich auch drahtlos, weil es jetzt hier zur Ausstattung gehört, die Audioinhalte von meinem Smartphone über die Autolautsprecher wiedergeben lassen. Das konnte ich ja auch vorher schon. Gucken wir mal, ob das in Kombination mit diesem Bildschirm hier auch funktioniert. Wäre natürlich die eleganteste Lösung, so ganz ohne Kabel. So, und jetzt kommt auch hier unten was raus. Der Fehler war, ich habe mein Auto noch nicht dafür bereit gemacht. Ihr könnt natürlich die Ausgabequelle hier ändern, beziehungsweise den Eingang ändern, was denn ausgegeben werden soll. Und da bin ich jetzt einfach über Bluetooth, weil ich ja ohnehin beim Einsteigen mit meinem Smartphone verbunden bin, dank diesem Sync-System von Ford. Ihr könntet alternativ aber natürlich auch hier dieses Klinkenkabel benutzen, dann den Line-In als Eingang benutzen und dann hättet ihr das auch geritzt. So, und damit sind wir eigentlich schon fast fertig. Also ich habe hier unten jetzt noch einen USB-Stecker frei, da kann ich mein Smartphone dann noch laden während der Fahrt. Aber an sich, das Einrichten von CarPlay hätten wir damit bereits erledigt. Ich kann hier noch so ein bisschen drehen. Ja, dass das Display mir auch so ein bisschen zugewandt ist. Das sieht echt gut aus und vor allem, es stört nichts, behindert die Sicht nicht. Ich gucke ungefähr von hier, so, das ist meine Augenhöhe und da seht ihr, das geht eigentlich nicht in die Windschutzscheibe rein, sondern wäre da, wo ich eh auf das Armaturenbrett vorne gucke. So, neben der reinen Apple CarPlay-Funktion ist natürlich auch Android Auto möglich. Ich habe kein Android-Handy, deswegen kann ich euch das jetzt nicht zeigen, aber ich vermute mal, dass es sehr, sehr ähnlich aussehen wird. Wir gehen jetzt aber nochmal zurück. Aus diesem CarPlay raus kommen wir immer, wenn wir hier auf Car Home klicken. Und dann können wir uns hier noch so ein bisschen die anderen Möglichkeiten anschauen. Also Android Auto wäre hier. Die AirPlay-Funktion, da können wir nämlich drahtlos Inhalte von unserem iPhone hier drauf streamen sozusagen, weil ist es ja aus guten Gründen nicht möglich, YouTube-Videos beispielsweise in eurem Auto abzuspielen. Hiermit über AirPlay wäre das aber möglich. Hier können wir das Gleiche nochmal machen, nur in der Variante, wenn wir die Wired CarPlay-Funktion benutzen. Das heißt, wenn wir mit dem Gerät verbunden sind, dann können wir so auch den Bildschirm teilen, also spiegeln vom iPhone auf dieses Display hier vorne. Und es gibt noch einen eingebauten Equalizer. Das klingt gut, vielleicht machen wir es hier auf Rock. Das wird die Richtung sein, die ich am häufigsten höre. Auch wenn wir jetzt die Musik ein bisschen anders haben im Hintergrund. Aber das sollte passen. So, dann gehen wir hier mal wieder raus und gucken, was es noch so gibt. Dazu drehe ich die Musik nochmal gerade ab. Wir haben natürlich noch Bluetooth. Während iPlay können wir hier keine anderen Geräte anschließen, weil wir sind ja jetzt bereits drahtlos mit dem Teil verbunden. Wir haben einen USB-Eingang, der jetzt natürlich nicht belegt ist und wir haben einen kleinen Karteneingang, der auch nicht belegt ist. Also da könnt ihr dann, wenn ihr auf USB-Stick-Dateien habt, die auch hier drauf knallen, seien es jetzt irgendwie Songs oder seien es jetzt Videos, auch das würde funktionieren. Auch das geht natürlich über den Umfang eines normalen AirPlay-Displays im Auto hinaus, was ich ganz cool finde. Wir haben, falls ihr weder über Bluetooth euch connecten könnt oder über ein Klinkenkabel, auch noch die Möglichkeit, das Ganze über die FM-Übertragung zu machen. Dann seht ihr hier die Frequenz, die ihr einstellen müsst. Die stellt ihr dann in eurem Autoradio ein. Wenn das dann beides dieselbe ist, man kennt das noch von früher, dann kommt der Sound dort an. Ist ein bisschen Gefummel, aber auch das wäre möglich als letzte Möglichkeit, wenn keines dieser anderen Möglichkeiten bei euch funktioniert. In den Einstellungen finden wir natürlich die namensgebenden Einstellungen noch. Wir können hier richtig fahren, was das heißt, weiß ich auch nicht. Fahre ich dann besser vielleicht? Sprache haben wir jetzt auf Deutsch, vielleicht ändert sich was hier, wenn ich auf Englisch stelle, an diesem Ride Drive. Ah, okay, dann macht es auch Sinn, wenn es ein Rechtslenker ist, dann ändert sich wahrscheinlich die Darstellung auf Deutsch in dieser Übersetzung. Naja, ist es ein bisschen verhunzt angekommen, richtig fahren, finde ich aber ganz schön. Wir können das auf Werkseinstellungen zurücksetzen und wir können schauen, in welcher System wir hier, in welcher Systemversion wir hier unterwegs sind. Dann gibt es da noch so ein paar Einstellungen, wo wir festlegen können, was passiert, wenn wir
unser Android oder unser iPhone mit einem Kabel verbinden. Natürlich Android Auto oder CarPlay wird dann aktiviert werden. Und wir haben hier noch ein paar Wi-Fi-Informationen. Auch so können wir uns natürlich verbinden damit. Und wir haben hier noch so ein paar Möglichkeiten für die Rückfahrkamera. Auch die kann man hier dran klemmen und dann sehen wir auch, was hinter uns passiert, wenn wir rückwärts fahren. Auch das ist eine Möglichkeit. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück, gehen hier wieder auf iPlay, schöne Umschreibung, und dann gucken wir mal hier. Also das ist wirklich super. Ich meine, das ist auch ein riesen Display. Das ist sehr, sehr schön aufgelöst. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier erkennt, aber das sieht wirklich toll aus und da seht ihr auch so richtig was drauf. Wenn wir jetzt mal hier sagen, wir wollen zur nächsten Tankstelle, Suche läuft, dann seht ihr auch mal, wie groß dann diese Anzeige ist. Also was wir da wirklich dann alles sehen, da verpasst man, glaube ich, keine Ausfahrt mehr, wenn man das hier vor sich hat. Das ist natürlich sehr schön umgesetzt. Das gefällt mir ganz gut. Wir haben außerdem wie bei AirPlay natürlich immer hier Uhrzeit, Verbindung und Akkustand von unserem Handy hier oben, was wir verbunden haben. Wir können hier auch die Sprachkommandos aktivieren bei Google Maps. Ich habe die immer aus, aber das ist ja Geschmackssache. Und ansonsten haben wir hier genau die gleichen Einstellungen, die wir auch in jedem anderen CarPlay haben. Ob wir jetzt hier die Albumcover haben wollen, ob wir eher dunkel oder eher hell das Erscheinungsbild haben wollen oder aber automatisch, dann ist es je nach Uhrzeit, jetzt ist es noch früher Nachmittag, von daher wäre hier das helle Erscheinungsbild das, was jetzt automatisch angezeigt wird. So, jetzt fokussiert er auch wieder. Genau, wir können Siri und diese Vorschläge können wir aktivieren oder deaktivieren und wir können auch eine Fokusfunktion hier aktivieren. Das heißt, wenn wir CarPlay aktiviert haben, wenn wir also im Auto sind und das Handy verbunden ist, dann kommen keine Anrufe oder Nachrichten mehr durch. Auch das könnten wir machen. Und ansonsten richtet sich der Funktionsumfang natürlich an den Apps, die ihr auf eurem Smartphone habt. Ich habe jetzt hier noch Clever Tanken, Blinkist, Amazon Music, Spotify, Google Maps, Telegram, WhatsApp und so weiter. Wenn ihr diese ganzen Apps nicht habt, dann sind sie logischerweise auch nicht hier drauf. Dann habt ihr, glaube ich, nur Telefon, Musik, Karten und so weiter, Nachrichten. Also alles das, was ihr auch auf eurem Smartphone habt. Ja, und apropos Nachrichten, wir können jetzt natürlich auch hergehen und sagen, hey Siri, schreibe meiner Frau eine Nachricht. Und dann würde auch das funktionieren. Hörbücher, wenn wir die denn hätten, könnten wir die hier auch aktivieren. Kalenderansicht, je nachdem, heute kein Ereignis. Wenn denn eins wäre, hätte ich das hier auch stehen. Und ja, dazu muss man ja gar nicht mehr viel sagen, denn es ist der gesamte CarPlay-Funktionsumfang, der uns hier auch mit dem CarPlay gegeben wird. Ansonsten können wir hier die Standardanzeige noch so ein bisschen variieren, ob wir entweder die Apps alle nebeneinander sehen oder hier so ein kleine Zusammenstellung, auch das ist möglich. Und ansonsten muss ich sagen, funktioniert das wirklich sehr, sehr reibungslos, sehr, sehr smooth. Das Einzige, wo man ein bisschen gucken muss, ist, dass man alle Ein- und Ausgänge richtig wählt und dass man wirklich immer mit allem verbunden ist. Und was natürlich genial ist, und ich schwöre, es war nicht abgesprochen, hier kommt ein Anruf rein. Meine Tochter will Spotify hören und wir müssen uns den Account teilen, weil wir nur den normalen haben. Und dann fragt sie ganz kurz nach, ob ich noch lange dafür brauche. Und da sehen wir auch, dass das Anrufen sehr, sehr gut funktioniert mit dem Carpo-Ride. Brauchst du noch Spotify oder nicht mehr? Ja, ich bräuchte das noch kurz. Ja? 5 Minuten nur. Okay. Und ein, zwei Kleinigkeiten will ich euch noch zeigen. Die erste ist natürlich, ja, dafür ist das Teil prädestiniert, die Navigationsfunktion, egal ob mit Apple Maps oder Google Maps, auf so einem riesen Bildschirm ist natürlich traumhaft. Das funktioniert richtig, richtig gut. Was außerdem gut ist, ist der Nachtmodus. Also wenn es dunkel wird, dann blendet das nicht. Das ist sehr schön, da wird die Helligkeit heruntergefahren und wir sehen hier, dass das dann auch nicht irgendwie einem entgegenstrahlt. Und das ist ja auch sehr wichtig, denn wenn das Teil viel zu hell ist, dann sieht man irgendwie nichts mehr auf der Straße und das ist hier definitiv sehr gut runtergeregelt. Was mir auch gut gefällt, was wir hier sehen, ist, sobald man mit dem Smartphone einsteigt, was man damit verbunden hat, verbindet es sich automatisch wieder und die Verbindung zu CarPlay startet auch direkt wieder. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir das Ding eingebaut habe und jetzt nicht nur ein Navi habe, sondern auch meine ganze Musiksteuerung, Nachrichten beantworten und so weiter alles machen kann und das ohne, dass hier zu viel Aufmerksamkeit von der Straße genommen wird. Und das ist ja eigentlich auch die Hauptsache, dass das funktioniert.
Ja, und wenn ihr jetzt auch interessiert seid an so einem CarpoRide 9 Zoll oder 7 Zoll AirPlay Monitor, dann checkt den Link in meiner Videobeschreibung, da findet ihr das Teil dann. Ja, wie hat es euch gefallen? Ich finde es ziemlich easy, Installation war einfach, das Anbringen hat auch super funktioniert und die Funktionen, auf die kann ich alle zugreifen, ohne dass ich überhaupt einmal in die Anleitung hätte schauen müssen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, vielleicht hat es euch inspiriert. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, wenn dem so ist, und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren mehr zu verpassen. Das war's von mir, danke fürs Zuschauen, ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.